Wann kommen denn unsere guten alten, ja, Halloween-Albtraum-Waffen-Skizzen in den Fortnite-Shop? Darüber soll es heute mal gehen. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einem neuen RDW-Video und ja, in den quasi Event-Gegenstand-Shop. Wann kommt das ganze Reddit-Welt Halloween-Zeugs denn, was alle lieben? Unter anderem die Totengräber-Skizze und so weiter und so fort. Ja, ganz easy peasy, grob zusammengefasst gesagt, in der Oktoberzeit jetzt. Deswegen kommt das Video. In den nächsten Wochen, Mitte Oktober meistens, kamen dann so die Totengräber und dann hat sich das so ein bisschen gestaffelt, dass auch dann in den nächsten darauffolgenden Wochen die anderen Skizzen in eben ja, die jeweiligen Shops gekommen sind. Wir haben jetzt den 3.10., haben in den letzten Tagen einige Waffen schon erhalten. Zum Beispiel diese Klagelied. Ach, diese Namen sind so geil. Egal. Ja, und wir bekommen auch noch ein bisschen was wie diesen Jonesy-Bot und so weiter. Die ganz neuen Dinge hier, der Bogen und so, das hat jetzt erstmal nichts damit zu tun. Da sage ich am Ende nochmal was. Auf alle Fälle, ja, im Fortnite-Statusbericht sehen wir hier eben diese Daten und also die Datums. Keine Ahnung, was ist da die Merk, juckt nicht. Ist alles ein Donnerstag gewesen. So, das heißt, wir werden mal an einem Donnerstag diese ganzen Sachen hier bekommen. Los geht's mit der Totengräberskizze. Ich denke, die kommt am 12., also nächste Woche Donnerstag. Kann aber auch sein, dass es erst am 19.10. losgeht. Spätestens dann werden wir die 2023er Waffen jetzt hier bekommen. Wir müssen auch mal bedenken, und das ist jetzt das, was ich mit den Bogen sagen wollte, seitdem es diesen Statusbericht mit den neuen Waffen, mit der neuen Waffe und auch diesem Heldenausweis-Teil hier im Shop gibt, ja, steht auch hier geschrieben, dass am 23. November eben diese ganze Halloween-Event-Geschichte beendet wird und so gesehen beginnt dann das Winter-Event mit den Flangelfurt-Unterfangzonen, mit dann auch darauf folgenden irgendwann Frostnight und so weiter. Und da es wirklich einige Dinge gibt, auch seit eben letztem Jahr unter anderem diese neueren Alien-Waffen, und zwar genau diese hier, müssen wir bedenken, die müssen auch noch in den Shop kommen. Ich weiß es nicht, ob die alle auf einmal in den Shop kommen, was in den Shop kommt, ob einiges durch Auftragsserien kommt. Das ist immer noch ein bisschen schwierig zu sagen, weil die eben ganz neu sind. Was sich da Epic Games jetzt überlegt, ob da noch was Neues kommt, systemtechnisch, oder ob man da einiges wieder durch Auftragsserien freischalten kann. Gute Frage. Wahrscheinlich durch Auftragsserien. Wir bekommen aber auch eben noch die Spektralklinge und so weiter und so fort. Nicht alles auf einmal, eben wöchentlich. Und deswegen, wie gesagt, ne, muss es langsam mal losgehen, denn so viele Wochen gibt es sonst nicht so. Ist klar. Easy peasy. Und ich denke, dass das jetzt losgeht. War meistens so immer mal so ein bisschen der Stichdatum 10. 10. Passt dieses Jahr nicht. Ist halt immer ein bisschen davon abhängig, an welchem Tag die Sachen kommen. Manchmal ist es mittwochs, manchmal ist es dienstags, manchmal samstags. Das ist immer mal ein bisschen anders. Jedes Jahr wechselt das aus irgendeinem Grund immer mal ein bisschen durch. Und jetzt eben ist es Donnerstag, das heißt, am 12. könnte es dann schon losgehen. Am 5. nicht, denn wir haben jetzt ja den Statusbericht bis zum 5. Das heißt, es würde jetzt schon angekündigt werden. Ich denke, dass da nächste Woche, falls ein Fortnite-Update kommt, vielleicht eventuell Patch 26.21 oder 26.30, dass wir dann ja nicht nur für BR was Neues bekommen. Battle Royale Shop können wir auch nochmal kurz gehen, Creator-Code-Werbung machen. nee, dass eben dann auch der Statusbericht kommt, wo dann auch alles soweit angekündigt wird. Das wäre realistisch. Genau, hier könnt ihr gerne FOM eingeben, falls ihr da Interesse zu pflegt. Wir haben auch hier ganz oben schon einiges Halloween-technisch. Also es geht schon so langsam los. Ja, in Reddit die Welt ist ja ein bisschen eher immer. Naja, das muss man ja bedenken. Da haben wir jetzt ja auch schon seit einigen Tagen das Event, ja, in Battle Royale. Da ist es dann meistens auch erst, wenn eben regulär im Real Life dieses Halloween-Event ist. Ja, ich hoffe, dass soweit erstmal grob alles geklärt worden ist. Wie gesagt, hundertprozentig. Epic Games ändert immer mal ein bisschen was. Danach sollte eigentlich theoretisch die Candy Corn Skizze kommen. Danach dann meistens, keine Ahnung, Spukpistole und diese Spektralklinge. Und wie gesagt, bei diesen ganz neuen Waffen, keine Ahnung. Holt euch auf alle Fälle, ne, natürlich das, was ihr braucht. Denn man muss unter anderem die ganz, ja, ganz, sagen wir mal so, besondereren, auch gehypteren Waffen nicht wie bei anderen Items mit Kraftquellen aus der Sammlung holen, sondern man braucht, okay, die habe ich jetzt schon drin, deswegen braucht man dieses Waffenforschungsticket. So, das mache ich jetzt mal nicht, wäre schade. Genau. So, was haben wir noch vergessen? Körperserver zähle ich jetzt mal nicht mit hier rein. Ist zwar auch eine Waffe aus diesem Event, aber die kann man sich ja schon freischalten durch unter anderem die Albtraumlamas. Da braucht man die Überlebenden und dann kann man sich die Skizze auch freischalten. Die Überlebenden zieht man quasi aus den, ihr wisst, was ich meine, Lamis heraus. Heute gab es auch am 3. Oktober zwei kostenlose Upgrade-Lamas, die habe ich gerade schon aufgemacht. Habe auch ein Geschenk vom Philipp Hillenpferd bekommen, aber die Aufnahme ist irgendwie in den Jordan geflogen. Aber ist egal, ist nicht schlimm. Deswegen sagen wir das jetzt hier nochmal kurz.
Genau, hier ist die Körperserver-Skizze zu bekommen. Ist immer ein bisschen Lotto spielen hier, ne? Bisschen Glück. Das ist, ja, da habe ich auch Jahre gewartet, bis ich die da mal bekommen habe. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne rein. Ich hoffe, euch geht's bestens, sagt man eigentlich am Anfang des Videos. Ja, also wie gesagt, Leute, lasst es euch vom Herzen gut gehen. Euer Flori. Und genau, ihr spart euch ein bisschen Gold zusammen. Und macht es so. Macht das so wie ich. Er macht es nicht so wie ich und kauft euch einfach mal Regentropfen, wenn man eh schon kein Gold hat, dass man dann auch schön, ja, für die Halloween-Waffen oder das, was noch kommt, Gold hat. Natürlich auch ganz wichtig, der Urzeit-Stinkbogen und na gut, das ist auch gar nicht so dumm, aber da braucht man halt auch ein bisschen Gold. Was ich jetzt hier mache, ist der beste Weg. Man kauft erstmal andere Sachen, die man vielleicht gar nicht braucht, weil man eh genug hat. Naja, Freunde, lasst euch vom Herzen gut gehen, euer Florian vor allem. Ich danke euch fürs Zuschauen. So ist es nämlich. Was mir gerade noch einfällt, es tut mir sehr leid, das muss ich jetzt mal noch schnell ergänzen. Ich hatte ja heute in unseren beiden Minecraft-Livestreams gesagt, dass wir nochmal den EDW-Abo-Craften-Dingsnis machen wollen. Ja, es gibt jetzt das Video stattdessen, sorry, holen wir nach. Oh, Kussi.